Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Südhellan. Und ich habe den Klaas hier auch schon mal einmal aktiviert, dass er jetzt hier der schon mal losgeht zum Sammeln, weil der ist nämlich fertig. So. Könnte ich ihn eigentlich auch so weiter schicken, ne? Wiese 2. Den Wiese 2 Kurs aktivieren. Ne? Es sollte normalerweise so funktionieren, ne? Ich habe jetzt gerade noch gar nicht geguckt, was sich jetzt getan hat. Oder ob sich überhaupt was getan hat. Da war jetzt voll, ja. Genau, da müssen wir Mehl. Mehl müssen wir noch wegbringen. Beziehungsweise produzieren. So. Genau, da müssen wir noch gucken. Da wollten wir gucken, ne? Also hier ist kein Öl angekommen. Und hier Zucker ist hier auch nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, wenn die Produktion nicht aktiv ist oder nicht aktiviert ist. Schauen wir mal. Ich lasse hier jetzt mal an, auch wenn jetzt nichts drin ist. Oder nicht genug drin ist. Da brauchen wir auch nicht weiter gucken. Jetzt müssen wir uns erstmal hier um Mehl kümmern. Es ist gut, dass wir uns um Mehl. Wieso bist du nicht angefangen? Wo ist denn jetzt dein? Ach, das ist auch egal. Machen wir 9. Du bist auch doof. Ich hab doch. Hab ich doch eigentlich aktiviert, oder nicht? Ich aktiviert. Also vorhin hat es ja auch funktioniert, wo ich den Mäher losgeschickt habe hier auf die Wiese 1. Also verstehe ich jetzt gerade nicht. Egal. So, machen wir mal. Ah, jetzt habe ich das auch auf scharf steht. Ja, ist egal. Egal. Das wird denn eine fette Ernte, wenn das jetzt zwei Schwaden aufeinander liegen. Irgendwie habe ich da, glaube ich, gemäht, aber ich habe es vergessen. Ne? Ich habe es echt vergessen. Oh. Kann passieren, ne? Jetzt habe ich keinen Schlepper mehr am Hof. Es ist doch der Wahnsinn, oder? Ah. Ja, und ich habe dieses fette Teil natürlich jetzt auch schon weggegeben, ne?
Wir haben jetzt noch einen kleinen Lein. Das ist doch einen riesengroßen Baum, wenn ich nehme mir den kleinen Anhänger, das ist doch mal, ja, ne? Schienensegal. Oh, guck mal hier, den kleinen 300er. Ich, den finde ich eigentlich gut. Nehmen wir den mit ein bisschen mehr. Kaufen könnten wir den nicht. Aber wir können ihn, glaube ich, noch eine Runde. Ach, das Kennzeichen ist schon vorhanden. Das kann nicht mehr vorhanden sein, weil. Ach doch, ist es noch vorhanden. Weil der. Achso, nee, kaufen will ich ihn noch nicht. Wir können ihn dann auch einmal mieten. So. Der ist auch echt schlimm, oder? Ist. Also dann brauchen wir tatsächlich noch demnächst, also bald, irgendwann mal. Oder als nächstes Ziel oder sowas. Oder nächste hier, Investition. Müssen wir denn wohl noch mal einen Schlepper investieren? Warum ruckelt denn das jetzt wieder so? Es, also. Ja, gut, FPS sind nicht gerade dolle, aber. So, dann fahren wir mal zum Lager. Ah ja, stimmt, ich habe die Woche jetzt auch noch gesehen, hat ja auch der liebe Randy auch schon jetzt vorgestellt. Ist jetzt auch im Mod-Hub drin, dieses Kamerasystem. Man könnte, oder man kann auch, ne, wenn man so ein bisschen Plan von hat, wohl in den XML so ein bisschen rum spielen oder so. Und dann noch irgendwie die Kameraposition noch zu ändern. Standard funktioniert auch. Ich hab mal reingeguckt, weil es mich ja auch so ein bisschen interessiert hat. Es funktioniert nur bei Standard. Also bei Standardgeräten ist kein. Funktioniert nicht beim Mod. So, jetzt müssen wir eben warten, bis er weg ist. Und ich muss mal immer auf die Karte gucken. Wo muss ich jetzt denn noch hin? Hin zur. Ach ne, zur Mühle. Aber wenn wir jetzt zur Mühle, dann müssen denn wir. Ah, ist ja gar nicht so weit weg. Die ist ja hier, glaube ich. Nee, also ich habe. Da habe ich mal reingeguckt und. Ich habe mir absichtlich, oder ich hatte auf der Standardkarte hier, ich habe einfach mal noch ein paar einen Schlepper mit reingenommen, einen Drescher und einen Häcksler, um das mal zu testen. Aber es wird denn bei den Mods nicht angezeigt, die Funktion. Also im Endeffekt, es war schön, aber hier, ja, kann ich im Endeffekt nichts mit anfangen, weil hier auf der Karte haben wir Mods. Drescher jetzt, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, kein Mod. Aber jetzt auch hier der Valtra, Quatsch, nicht der Valtra, der John Deere, der ist ein Mod. Der Glas, weiß ich jetzt gar nicht, ob der ein Mod ist. Den äh,
Bevor ich jetzt was hier, ne, Blödsinn baue hier. Wo ist er denn jetzt? Quatsch, da wollte ich hin. Weizen nicht. Gerste aktivieren. So, komm hier, so können wir dann auch noch da rein donnern. Hafer, weiß ich nicht, hatten wir Hafer jetzt auch noch drin? Wir machen das mal an. Wir gucken mal durch. Hafer hätten wir auch. So. Nee, aber ich habe mich jetzt dann mehr oder weniger auch dagegen entschieden. Ich meine, es wird wahrscheinlich funktionieren. Ich habe es ja auch bei dem hier Agrar-Sascha auch schon gesehen, dass das bei ihm geht. Und auch beim Mod-Geräten, sagen wir mal so. Naja, aber ich weiß ja nicht. Es gibt sogar noch eine Anleitung dabei, wie man das macht oder so. Aber da werde ich garantiert zu dusselig zu sein. Oder das weiß ich, das ich sage, ich kriege es mal so gerade hin, dass ich hier mir jetzt, wenn ich mir jetzt einen Anhänger recht zurecht schieben will oder sowas, dass ich hier mir den Füllvolumen oder so ändere. Das kriege ich mal so gerade so hin, ja. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon sagen kann. Ich weiß nicht, in welcher Gebachfolge das jetzt war. Aber wir sind jetzt am Donnerstag, ne? Ja, zum Beispiel auch eben, dass ich mir denn oder so ein Lager eben einfach mal umschreibe. Das habe ich auch, oder will ich auch hinkriegen, ja. Obwohl da auch die Anfänger auch schon, ne, äußerst dämlich waren, weil hier haben wir schon das so weit, oder alles schön und gut, alles hinbekommen. Sah alles gut aus, Einstellungen passten, alles. So, alles klar, dann speichern und ne, drin im Mod-Ordner. War nicht mehr zu finden. Da habe ich den Mod zerstört. Ja. Irgendwie was Falsches irgendwo eingetragen und ja, dann war schon dahin. Ne, also. So, dann dürfte. War ja schon mal so ein bisschen produziert, ja. Das funktioniert sehr gut. Dann muss das im Endeffekt auch noch funktionieren, dass das sich verteilt. Wahrscheinlich. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde rum und ich habe. Ah, verdammt. Da ist weniger geworden. Ist das tatsächlich so, wenn die. Dass die. Die ist leer? Es ist hier ange. Es muss also tatsächlich aktiviert sein, dass die Produktion. Dann funktioniert das. Das ist doch geil, oder? Ja. Geil, ja, funktioniert. Naja, gut, denn hier sehen wir noch zu, dass wir noch Mehl produziert bekommen. Und dann. So. Wenn wir den Senf denn hier auch geerntet haben. Aber wenn man mal so, will ich jetzt mal überlegt, ne, wie viel Aufwand wir hier jetzt, sag ich mal, betrieben haben, ne? Dass wir ja die Schweine in die, ne, also ne, zum Schlachten geben sozusagen. Und hier
Oh, ist ja laut. Dass wir tatsächlich damit denn Geld verdienen können. Ich meine, Schweine brauche ich da jetzt noch immer noch nicht hinbringen. Weil solange wir noch den Senf noch nicht geerntet haben. Also wenn das soweit alles final ist und die Produktion alle, sag ich mal, ihr Nötigstes haben, dann würde ich sagen, wieso ist denn der so... Eieieiei. Also dann würde ich sagen, gut, jetzt können wir Schweine hinfahren. Und dann bin ich auch mal gespannt, was denn auch an hier Senfkörner denn vom Feld da runterkommen. Oder wie, sagen wir mal, wie viel. Ob sich das lohnt, beziehungsweise ob das denn auch erstmal ausreicht, dass wir die beiden Felder, die wir dir jetzt gemacht haben, dann nochmal vielleicht da Senf ansehen. Dass wir da ein paar tausend Liter sein und zusammenkriegen. Aber das werden wir jetzt ja in den nächsten Wochen mal sehen, ne? Aber gut, ich sehe gerade, wir haben das mit der Zeit auch schon wieder geschafft. Dann gerne Däumchen da lassen, wenn es euch gefällt. Und dann bin ich erstmal raus. Und dann sehen wir uns sehr gerne morgen wieder. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.